Ja, stellen Sie die Stühle sich da noch hin, wo Sie Platz finden. Zwischendurch sind auch noch ein paar, nur noch einzelne Stühle frei. Freut mich sehr, dass Sie so zahlreich diesem vielleicht auch etwas provokanten Titel gefolgt sind. Es geht um Testen, das hat meine Agenda gar nicht reingeschrieben. Testen im EU-Umfeld. Ich fange mal an mit ein paar Worten zu mir, allerdings nur eine Folie. Mein Name ist Dirk Weil. Sie kennen mich vielleicht von Vorträgen, auch auf der JAX, von Veröffentlichungen im Nara-Magazin. Ich bin Geschäftsführer der Geroplan in Bielefeld und wir sind auch in Berlin mittlerweile ansässig. Wir stellen Software für unsere Kunden, wir beraten dabei, wir machen Seminare, Veröffentlichungen, Vorträge und so weiter und so fort. Und ein Buch von mir gibt es auch, kann man hier auch erwerben am Stand von Entwicklerpresse. Ja, das soll zu meiner Person reichen. Worum es mir heute geht, ist Testen. Das stand jetzt hier auf der Titelfolie, auch im Untertitel drin. Und ein paar, sagen wir mal, Sprüche, die man in dem Umfeld hört, habe ich hier mal auf der Folie zusammengebastelt. Ja, also sowas, das kennen Sie alle. Ja, also bei mir läuft's. Das ist etwas, das kommt immer wieder vor. Oder dann auch eher von der Business-Seite, also dafür haben wir jetzt nun wirklich kein Budget. Oder das ist auch ein Klassiker. Ja? Und dann gerade im E-Umfeld, auf das ich mich jetzt ein bisschen konzentrieren möchte, das ist ja relativ, oder es kann aufwendig sein, das ist uns zu aufwendig, das schaffen wir nicht, da können wir nicht richtig testen, das sind so Aussagen, die man da hört. Oder auch das kommt in vielen Projekten vor. Wir haben gar keinen Testserver. Ja? Also wir haben eine Infrastruktur, auf der wir produzieren können, aber wir können nicht testen, weil wir die Infrastruktur dazu nicht zur Verfügung stellen können. Das sind alles Dinge, die in echten Projekten so auftreten. Und natürlich auch der etwas lustig gemeinte Spruch, testen ist feige. Ja, Lars hat eben gesagt, wir wollen beweisen, dass die Software korrekt ist. Das ist natürlich nicht möglich. Wir können höchstens beweisen, dass die Tests durchlaufen oder wir können im Umkehrschluss beweisen, dass irgendwas nicht funktioniert. Ob es jetzt alles korrekt ist, das hängt eben davon ab, wie weit die Testabdeckung geht. Ja, aber Testen selber ist halt ein Teil des Entwicklungsprozesses und in dem Sinne, wenn man jetzt diesen Spruch dort wirklich ernst nimmt, dann würde ich uns alle aufrufen, dann lassen Sie uns doch feige sein. Ja, darum geht es mir jetzt hier an dieser Stelle. Okay. Lassen wir uns mal ein kleines bisschen überlegen, jetzt in dem Umfeld Java EE. Tests in dem Umfeld sind natürlich komplexer, als das im SE der Fall ist, weil wir dort ja typischerweise auch eine komplexere Komponentenlandschaft zur Verfügung haben. Ja? Wir programmieren ja in einem anderen Programmierstil, als das mit einer SE-Anwendung der Fall wäre. Wir setzen also sowas ein wie CDI beispielsweise oder EJB, was man in den Anwendungen, Sie haben es in den vergangenen Sessions dann auch gesehen, mit solchen Injektionsannotationen sieht, ja, also machen sowas Add Inject oder Add Produces, Add Alternative aus dem CDI-Umfeld, Qualifier und so weiter. Das gibt es jetzt nicht nur in diesen Containern bei CDI oder bei EJB, das gibt es auch in der Plattform selber unten drunter. Ne? Also für jede gemanagte Klasse haben wir sowas wie Add Persistence Context, Add Transactional, jetzt in der Java EE 7 der Transaktionsinterceptor, der uns zur Verfügung steht für alle gemanagten Klassen. Oder wenn wir die Web-Oberfläche uns anschauen, wenn wir mit JSF meinetwegen arbeiten, haben wir mit Add Named die Möglichkeit, dort Dinge per Namen zu veröffentlichen sozusagen. Wir haben verschiedene Scopes zur Verfügung. Wir können im Webservice-Umfeld Paths definieren. Das sind alles Annotationen, die ja für sich selber nichts tun. Ja? Deren Bedeutung wird ja erst dadurch ins Leben gerufen, dass ein Container sie interpretiert. Und das heißt ja, dass wir, wenn wir testen wollen, dass wir das irgendwie nachempfinden müssen oder eben tatsächlich in einem Container testen. Also insofern sind wir natürlich tatsächlich in einer komplexeren Umgebung, die das Testen schwieriger macht.